Wir sprechen mit Herrn Uwe Hennig von Omnias, Startup-Unternehmen aus Berlin, Spezialgebiet künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz kann die Lücke zwischen Kunde und Versicherungsunternehmen schließen, sagen Sie. Wie soll denn das gehen? Na, es ist relativ einfach. Der heutige Kunde der Versicherung hat sich halt total gewandelt. Er ist, wie wir sagen, amazonisiert worden. Seine Erwartungshaltung ist halt ganz woanders. Früher wurde er in einen Prozess geschoben, musste damit leben. Heute, wie man sagt, sitzt er im Driver's Seat und er sagt, wie er das Leben gerne haben möchte. Und mit künstlicher Intelligenz können Sie halt sehr viele Daten sehr schnell in Millisekunden erheben, um letztendlich dem Kunden in nahezu Echtzeit auch eine Antwort zu geben. Und das ist in der heutigen Welt der Kunde gewohnt. Digitalisierung ist nicht einfach nur eine neue App oder ein neues Backend-System, sagen Sie, sondern? Ja, das ist eine super Frage. Also Digitalisierung geht durch alle Industrien sowieso. Die Versicherung ist auch dabei. Aber viele denken, ich mache eine coole App für meinen Konsumenten. Ich baue meine Webseite noch mit anderen Farben toll auf. Oder ich automatisiere einen Prozess und habe ein neues Backend. Dann bin ich digital. Das ist es nicht. Wir sehen ganz klar und viele große Versicherer sind da auf dem richtigen Zug. Wir müssen den Kunden, den Konsumenten in den Mittelpunkt stellen. Und in den Mittelpunkt stellen heißt ja nicht, dass der eine App bekommt, sondern das hat mit den Prozessen im Unternehmen zu tun. Wie gehe ich mit ihm um? Wie antworte ich ihn? Auf welchen Kanälen kann er mich überhaupt erreichen? Es muss also quer durch die Organisation gehen. Da ist nicht nur IT dabei, sondern da ist auch ein sehr großes Stück Change Management dabei, weil ich muss die Denkweise im Unternehmen ändern. Also ganz klar ein CEO-Thema. Was wird denn von den Versicherungsunternehmen besonders angefragt? Was sind deren Bedürfnisse? Sie haben schon einige besucht und erlebt, was denen so auf den Nägeln brennt. Naja, ganz klar ist, der Kunde schließt eine Versicherung ab und danach wandert ja so eine Police irgendwo in einen Aktenordner und wird erst in einem Schadensfall Claim Management herausgeholt. Und genau hier erwartet der Kunde ja diese digitale, optimale, für ihn serviceorientierte Welt. Also muss man anfangen, sich zu sagen, wie gut ist denn mein Schadensmanagement? Wie gut ist mein Schadensprozess in Bezug auf den Kunden? Und genau da bekommen wir glücklicherweise auch die meisten Anfragen, weil da wird wahnsinnig viel Papier bewegt, wahnsinnig viel Dokumente, was gleichzeitig heißt manuelles Arbeiten, langsam, inflexibel. Und genau hier setzen wir an und genau hier bekommen wir auch die meisten Anfragen her. Verstehe. Zum Schluss die Frage, Herr Hennig, wo geht denn die Reise hin beim Thema künstliche Intelligenz? Naja, künstliche Intelligenz in der Versicherungsbranche können Sie an verschiedenen Ecken einsetzen. Und es gibt diverse Piloten, Leute experimentieren mit Chatbots auf der Webseite, Leute experimentieren mit bei Autounfällen, Bilder dreidimensional zu erkennen, kann der Unfall wirklich so sein, also Betrugserkennung ist ein Riesenthema. Ich würde sagen, die Leute merken so nach und nach, dass den Kunden in den Mittelpunkt stellen, Customer Centricity, das Thema ist, wo KI am besten eingesetzt werden kann und wo KI jetzt auch schon am weitesten ist. Wir können Dokumente komplett lesen und verstehen und können dadurch dem Kunden in Echtzeit wieder eine Antwort geben, damit er zufrieden ist und Kunde bleibt. Ich danke sehr für das Gespräch. Ich wünsche noch viel Erfolg für Ihre Arbeit. Dankeschön.